sehr schönen Trab-Galopp und Stärketempo hält. Ja, bei seiner Jungpferdeprüfung erreichte er damals ein 17er Tempo. Sein Vater ist gewesen, aber längst auch auseinander. Alba hat schon auf dem Gestühl Heidkopf und in der Welt die ganze Menge gedeckt. 16 seiner Fohlen wurden auf einer Fohlenfeier vorgestellt. Durchschnittsquote war 7,98. Also das zeigt auch, dass diese Fohlen eigentlich sehr vorgestellt. Erreicht jetzt dabei eine Note von 7,85, wird aber noch einmal vorgestellt in diesem Jahr, weil er noch nicht so ausprobiert war. Und ich denke, er wird auch noch häufig in nächster Zeit von Katharina auf Turnieren geritten werden, weil er grundsätzlich natürlich dann gerade dadurch die guten Grundgänge sich auch sehr anbietet und natürlich auch die Betriebe schnell fällt. Ja, wir sind wieder bekannt, dann auch so die letzte Runde, drei Jahre. Alba wurde im letzten Jahr auch schon für Futurity-Prüfung auf Turnieren vorgestellt und erreicht. Und dann ist auch interessant für ihn, dass die Mutter seiner Mutter erbt, Stute Nolka von Storahof. Das ist unter anderem auch die Mutter des bekannten Hengstes Bruder Grevi, der ja auch einmal auf der Weltmeisterschaft in der Klasse der älteren Hengste gewinnen konnte, damals geritten von Johannes Groß. Oster Biholz, der erste Fahrtwetzler, der zu in die erste Klasse geschafft hat, vor einigen Jahren in Oster Biholz. Damals bekam er für das Gebäude ein 17 für die Reiteigenschaften 8,05. Und seine höchsten Einzelnoten in Bezug auf die Reiteigenschaften waren Temperament und Rennkraft, bekam er beides 8,5. Ja, er stammt natürlich auch ab von Ingrid von Grasburg, das ist ja nicht so viele und insbesondere Da ist ein Blitz von Heidelberg und deckt halt auf Oster Biholz. Und seine Mutter war auch sehr, sehr erfolgreich schon auf der Weltmeisterschaft. Sie werden heute auch noch einmal sehen, denn Maike hat bisher nachgerückt in das Fünfgangfinale, was später am Nachmittag stattfindet. Ja, vielen Dank, Katharina. Du kannst noch eine Abschlussrunde drehen in deiner liebsten Gangart. Und dann verabschieden wir mit Applaus. Ja, es geht ja sehr, sehr zügig. Ganz klar verschwinden wir gerade auf dem Tor, ohne dass es eine gute Idee ist. Das ist von der Form her. Und wie ist es Applaus? Ja, zuerst.